Ich versuche erstmal safe zu sein. Bevor ich jetzt weiter nach oben gehe, gucke ich erstmal hier. Natürlich. Okay. Ist hier sonst noch jemand? Da hinten ist noch einer. Okay. Ja, sehr schön. Ist der weg? Alles nehmen. Oh nein. Oh fuck, ernsthaft? Oh nein, ist ein Giftsprüher, ne? Oh fuck, ich muss los. Tschüss. Da muss ich aber los. Ich hoffe, der bleibt oben. Ich glaube, er bleibt oben. Ja. Juckt den auch nicht mehr. Ohoho. Tschüss. Ist er explodiert? Ah, hör auf, der explodiert? Oh, lol. Aber wir kriegen nicht alle Speere wieder dann, ne? Das ist schlecht. Egal. Weiter im Text. Da lief noch jemand, ne? Da ist, glaube ich, noch jemand. Na toll. Das ist nur ein Haus, ne? Oh Gott. Das ist, wie gesagt, nur ein Haus. Von vielen. So, bevor ich jetzt hier alles durchsuche, wie gesagt, erstmal ganz in Ruhe checken die Lage. Oh, da ist noch was. Zerstören. Was ist das? Plastik, okay. Das nehme ich mit. Da ist ein junger Mann. Oder eine junge Dame. Durch... Alter, durch die Beine! So. Nehmen wir mit alles. Einmal kurz die Lage checken. Sieht aus, als wäre das hier mal irgendwie ein Restaurant gewesen oder so. Keine Ahnung. Noch jemand? Natürlich. So, Kopf ist auf jeden Fall sehr effektiv, wenn ich das mal so sagen darf. Ich werde nicht alt, wenn ich das spiele. So, ich glaube, wenn wir hier oben ab... Ja, wir haben, glaube ich, hier alles safe. Sehr schön. Das heißt, ich speichere mal eben schnell. Schnell speichern. Da nehme ich hier alles auf. Und dann gucken wir mal. Laptop. Ist das Laptop? Ja, Laptop. Da kriegen wir, glaube ich, Elektronikteile, was sehr gut ist für uns. Elektronisches Gerät. Was haben wir hier? Wir durchsuchen alles. Oh ja, zu essen. Oh ja, mit der 7 erstmal essen, damit wir wieder heilen. Essen ist gut. Essen sollten wir auf jeden Fall finden. So, das lasse ich alles hier erstmal liegen, sondern ich nehme nur die wichtigsten Utensilien mit, sonst mülle ich mir nämlich wieder hier alles voll. Weil ihr seht schon, das Inventar ist schon jetzt rappevoll, weil es halt so viel Stuff gibt. Was ist das hier? Finden? Okay. Oh ja, essen. Und direkt weiter essen, damit wir weiter uns auffüllen. Und sobald wir dann einigermaßen voll sind, würde ich das sammeln. Oh ja, sehr schön. Das sammle ich jetzt mal. Heilung. Oben scheinen auf jeden Fall noch welche zu sein. Ja, hier im Restaurant finden wir richtig viel Essen, was sehr gut ist. Und noch mehr Munition. So, diese Kisten sind sehr wertvoll. Da sind nämlich anscheinend, so wie das aussieht... was ist das denn? Achso. Voll das geile Detail, dass da einfach so ein Lüftungsschacht ist. Da gibt es viele Essenssachen drin in diesen Kisten. Die sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten. Scheint ja ein Restaurant zu sein hier. Oh ja, das nehme ich alles mit.
So, damit haben wir die Dings-Etage auch abgeklappert, bis auf das und das da hinten, die Spinde und den da in der Ecke. Ah ne, das ist ein Wasserspender. Boah, Stunde 9. Oh Mann. Ich frage mich, wofür die Coins sind. Kann man mit den Coins irgendwas machen? Stimmt. Ich meine, in jedem Survival-Game kann man mit jedem Gegenstand irgendwas machen. Ah, die Munition, die müllt uns schon wieder alles zu, ne? Wir finden halt so viel Munition. Auf Kaffee? Verdorbener Kaffee. Kaltwiderstand. Ach, krass. So, dann geht's weiter in die nächste Etage. Ich speichere nochmal. Und dann gucken wir mal. Oh Gott, wie viele Etagen gibt's denn da? Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Oh Gott, wie viele das sind. Oh, leck mich fett. Ne. Oder ich glaube, wir suchen erstmal woanders weiter. In einem kleineren Gebäude, ob wir Munition finden, Polizeistation oder sonst irgendwas. Das ist ja oha. Ja, Freunde, dann gucke ich mal. Das sieht aus wie eine Polizeistation. Das könnte eine sein. Komme gerade ein bisschen vor wie bei Dying Light oder Dings hier. Dead Island. Das sieht aus wie eine Bank und das sieht aus wie eine Polizeistation. Ich bin mir nicht sicher. Wir können mal gucken. Da ist noch ein junger Mann. Vielleicht können wir den mal angreifen. Weil das ist mir doch... Überleg mal, wie viele Etagen da gibt. Hä? Was mit dem? Der ist auf jeden Fall ein bisschen special. Der hält auf jeden Fall mehr aus. Oh, Mist. Mist nehmen wir mit. Zum Anbauen sehr gut. Das ist auch ein... Was? Hallo. Warte doch. Das ist auch ein cooles Gebäude. Das ist sogar zweietagig. Das ist sogar besser wie unser. Zweietagig. Hat auch Mauern. Sehr geil. Oh, Alter. Riesenfläche. Da drin sind bestimmt auch jede Menge Leute. Oder Zombies. Oh, das wäre... Aber da hätten sie zwei Eingänge. Da müssten wir zumachen. Und wir müssten vorne zumachen, hier. Aber auch geil als Lager, finde ich. Huch. Hast du bestimmt gesehen, ne? Vollidiot. Da geht's auch hoch. Mal eben kurz reingucken. Hallo. Tschüss. Nee, bin da mal weg. Ja, auch cool. Ja, der wird wahrscheinlich jetzt versuchen, uns zu bekommen. So. Dann gucken wir mal. Ist das eine Polizeistation? Warum ist die Mülltonne größer wie ich? Was zum Teufel ist das für eine Mülltonne? Alter Spede. Da kriegst du ja halt einen halben Hausstand rein. Ist das eine Polizeistation? Moin. Nein, das ist eine Bar. Aber da gibt es Lebensmittel, also Essen. Würde diese Bar mal besuchen gehen? Der hält aber echt viel aus, ne? Der hält echt viel aus. Aber auch sein Kopf ist nicht für ewig dran. Hier gibt es bestimmt jede Menge zu essen. Und auch jede Menge Zombies und einer... Oh Gott, und einer ist noch so ein... Tschüss. Kommt der? Explodiert der? Das Problem ist, wenn ich die jetzt rauslasse, dann kommen die alle. Die Musik. Voll geil. Wo kommt die Musik jetzt her? Mega. Voll so Synthwave. Kommt doch. Was hat denn die Tür ihm getan? Hä, was mit ihr? Was hat ihm denn die Tür getan? Vollidiot.
Tür hat ihm doch gar nichts getan. Alter, dieser Vogel. Der Dicke so, was ist hier draußen los? Und sie steht einfach da und nichts ist. Alles, blub. Alles, blub. Und alles, blub. Oh, zwischen den Beinen nehme ich den Sack weg. Entschuldigung. So. Hier war noch ein Speer. Genau, da ist noch einer gelandet. Ich hoffe, das war... Okay, einer ist noch da. Ein Bauarbeiter. YMCA und so. Uah. Was mit ihm? Nee, lass mal. Hä? So war es aber auch. So, alles nehme ich. Danke. War wieder halb daneben geworfen. Also 111, glaube ich, hatten wir. Mal gucken, ob wir die wieder alles zusammenkriegen. So, Spiel gespeichert. Sehr schön. Ich würde selber auch nochmal speichern. Vorsichtshalber, weil wir gerade aufgeräumt haben. Oh ja, Nahrung. Nahrung brauchen wir auf jeden Fall. Ein Stück Eisen finde ich supi. So, wir haben ein paar Speere hier reingefeuert. Alles nehmen. Finden. Im Mülleimer. Mal gucken, was wir finden. Oh, Holz. Ja, sehr schön. Und hier finden wir wieder Essen, ne? Oh ja, das ist so super. Und Kühlschränke. Da wird bestimmt auch jede Menge zu essen drin sein. Oh, gerade hier ist auch noch ein Speer. So, dann gucken wir mal. Ich hoffe... Oh ja, Nahrung. Eine Dose. Ja gut, immerhin. Besser wie nichts. In den Schränken kann man nichts finden. Hier ist ein Computer. Zerstöre ich wieder. Dann kriegen wir wieder Platinen. Das können wir brauchen für Fallen, glaube ich. Und für die neue Werkbank, die wir ja brauchen irgendwann. Diese Elektronikwerkbank. So, 11 Uhr haben wir. Wir müssen auch zusehen, dass wir heute Holz fällen, ne? Das ist auch ganz wichtig, dass wir, ja, Holz fällen. Wir brauchen auch für ein Upgrade, brauchen wir Ziegelsteine. Ich weiß gar nicht, wo wir am besten Ziegelsteine herkriegen. Habe ich keine Ahnung von. Müssen wir schauen. Oh, 4 Dosen. Können wir uns mal eine gönnen, ne, oder? Oh, da ist noch jemand hinter. So, eine gönne ich mir noch und dann sind wir fast voll. Ja, bevor ich jetzt da reingehe, da steht ja jemand. Nehmen. Nehme ich auch. Ah, wie viele Dosen haben wir eigentlich? 17. Oh ja, 17 Essensdosen, das ist sehr schön. Haben wir das schon? Da haben wir schon, ne? Dann können wir noch einmal den Mülleimer durchsuchen. Nägel. Sehr gut. Was haben wir hier noch? Okay, da haben wir Holzbretter. Ansonsten, das haben wir jetzt gesammelt. Ansonsten haben wir hier alles durch. Jetzt müssen wir die Türen gucken. Wo geht's hier hin? Hallo? Okay, ist niemand. Sehr schön. 3 Spinde. Mal gucken. Waffen wären geil. Ich habe echt gedacht, es wäre eine Polizeistation, aber anscheinend ist es nicht. Und wir finden wieder Munition. Wir wissen ja... Oh mein Gott, wir wissen ja, wir haben ja im anderen Lager, in unserem allerersten, haben wir ja noch Sachen liegen, die wir ja noch holen müssen, ne? Oh Gott, das wird so furchtbar. Das wird so furchtbar, weil wir ja noch unsere Sachen holen müssen. Das würde ich aber, glaube ich, dann machen, wenn wir mobil sind. Den lasse ich gleich da raus. Ich speichere mal vorsichtshalber. Oh, ein Riesenschrank. Bearbeitetes Leder. Also ein Lager, sehr schön. Ich hoffe, wir finden irgendwann mal... Wo ist er? Er war doch gerade noch hier. Hallo? Ja, was denn, junge Dame? Aua. Hörst du auf? Meine Güte. Ist sie sehr energisch. So. Gemein, wie die einfach hier drin saß. So, Leppi. Auch mitnehmen, Elektronikteile und so, ne? Ihr wisst ja, boah, wir brauchen noch so viele Kisten. Wir brauchen so viel Stuff an Kisten. Oh Gott. Und wir haben zu Hause ja auch noch Schränke, die voll sind, ne? Da würde ich auch, glaube ich, die Sachen drin lassen. Oh Gott, hier sowas. Tier 2. Bausatz für Reparatur von mechanischen Ausrüstung. Oh ja. Das würde ich, glaube ich, jetzt mal hier lassen. Weil ganz ehrlich, da haben wir zu Hause auch... Ja, lass ich hier, komm.
Das finden wir anscheinend irgendwie relativ häufig und überall. So, dann speichere ich mal. Dann haben wir das abgeschlossen hier, das Kapitel mit der Kneipe. Und wir haben genug zu essen, was sehr schön ist. Ich mache hier mal die Tür zu. So, jetzt die Frage halt aller Fragen. Wo ist eine Polizeistation? Ist das eine... Das ist, glaube ich, eine Bank. Das sieht eher aus wie eine Bank. Die Frage ist, wo ist eine... Oh, was ist das denn für einer? Oha. Oh Gott, was ist er denn? Oh Gott. Hier gibt es also so Special-Zombies. Das ist natürlich nicht so toll. Was ist das denn? Dart. Aha, coole Poster. Cruise Control. Lul. Ja, ich durchsuch den mal. Waffen haben wir immer noch nicht gefunden. Ich weiß gar nicht, wo man Waffen findet. Was? Wo kommt er denn her? Hä, was ist mit ihm denn? Was wollte er? Er brüllte da hinten rum. Immer diese Nachbarn. Ah, habe ich daneben geworfen. Ist das wieder sehr special? Ich glaube ja. It's special. Ach, der ist das. Alter. Alter. Alter Schwede. Oh, ernsthaft? Das ist auch der, ne? So. So, wir können nochmal leveln. Ich würde tatsächlich doch nochmal auf Urteil... Ausweichen tun wir kaum eigentlich. Vitalität. Stärke. Ich gehe nochmal auf Stärke. Weil wir ja doch mit Nahkampf sehr viel machen. So, da drüben ist noch ein junger Mann. Ich weiß, dass wir hier Speere abgefeuert haben. Deswegen würde ich mal eben... Oh, der hat wieder... Oh, Vorsicht, der hat wieder ein Dings. Oh. Ja, dann. Ja, es ging ja zügig. Bei dem fehlen ein bisschen die Texturen, aber ansonsten ist okay. Oh, ein schöner... Da versteckt sich jemand hinter einem Bus. Was mit dir? Sag mal. Also, ehrlich. So war es aber auch. Es war am Ruckeln. So, ich hoffe, wir kriegen unsere Sachen wieder. Nehmen und nehmen und 111 wieder. 112. Ja, ich glaube irgendwie 113 oder so hatten wir. Die sind geil zum Zerstören. Da gibt es nämlich Nägel und Plastik. Was sehr geil ist. Nägel brauchen wir ja auch immer irgendwie. Was ich sehr feiere. Ich würde aber trotzdem einmal gucken, den einen Raum dahin, also dieses eine Gebäude, ob das Polizei ist. Alter, auch so ein Hochhaus. Eigentlich völlig doof, jetzt hier über die Straße zu gehen, aber ganz ehrlich, scheiß drauf. Den zerstören ist bestimmt auch geil. Schraubenschlüssel müssen wir noch finden oder bauen. Wo ist hier eine Polizeistation? Oh, der Vogel, warte mal. Jo. Vogel. Gibt lecker Essen. Nicht nur Dosenfutter, sondern auch endlich mal wieder was zu essen. Ich glaube, das ist eine Bank. Kommt der? Oder sie? Ach, das ist die aus der Bar. Hallo, junge Frau. Entschuldigen Sie bitte. So, ich guck mal eben. Ja, das ist eine Bank. Und da ist ganz schön was los. Also hier möchte ich, glaube ich, kein Konto eröffnen. Die Frage ist, komme ich da auch rein ohne... Fuck, aber wo ist denn Polizei... Wo ist denn eine Polizeistation, verdammt nochmal? Es muss doch irgendwo möglich sein, eine zu finden. Wie sehen denn Polizeistationen... Ah, oh, da ist ein Brüller. Da ist eine Polizeistation da? Ja. Ja, Police, endlich.
Aber hier ist auch jede Menge los. Okay, haben wir. Da ist ein dicker Polizist. Ernsthaft? Hier fliegt eine Granate? Willst du mich verarschen? Der wirft eine Granate. Leck mich fett. Ach, hör doch auf. Der wirft eine Granate. Lol. So. Schön aus Entfernung. So, haben wir alle mitnehmen. Nehmen. Da werden wir bestimmt fündig, was Waffen angeht. Aber das Problem ist, es wird auch mega schwer sein, glaube ich, da reinzukommen. Oh ja. Mich juckt's gerade. Warte. Ah, so. Ah, huha. Alter. Oh Gott. Oh nein, da ist auch noch so einer. Ich würde den erstmal beiseite schaffen hier. Komm schon. Ist ein normaler Dicker. Ernsthaft? Hä? Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Ist ein Speer. Komm, den auch noch mal eben. So, alles nehmen. Ich weiß, der eine ist noch da. Ich will das auf jeden Fall hier erkunden. Das möchte ich. Ich speichere mal eben schnell, vorsichtshalber, falls wir jetzt wegnippeln. Das nehmen wir mit. Ich weiß nicht, wie viel der aushält. Der hält bestimmt einiges aus. Der ist sehr special. Ich habe auch keinen Bock, dass der irgendwas schmeißt oder schießt oder keine Ahnung. Uhu. Beeil mich. Der wird einiges aushalten, glaube ich. Und ob die Speere überhaupt helfen, weiß ich nicht. Wenn der näher kommt, versuche ich, lock den erstmal nach hier. Der war ja auch vor der Bank gewesen, ne? Oh Gott. Alter, der wird so viel, glaube ich, fressen. Alles nehmen am besten bei dem. Oh Gott, wie viel er frisst. Oh Gott. Ich muss los. Ciao. Oh Gott. Ich muss los. Ich muss los. Ich muss los. Ich muss los. Da muss ich los. Da muss ich los. Musik. Wahrscheinlich, weil er special ist. Oh Gott. Wir haben nur noch 70 Speere von 113 abermals. Oh, Alter. Leck mich fett. Ich hoffe, jetzt haben wir den. Was kriegen wir? Mal gucken, was kommt nach den Speeren, die wir alle wieder eingesammelt haben. Ich speichere mal eben schnell. Damit wir den haben.
Noch ist es nicht gekommen. Ja gut, der sammelt jetzt erstmal die ganzen Speere ein. Ein paar sind, glaube ich, auch daneben gegangen. Hier liegt auch noch einer. So. Na, wann taucht's auf? Noch sammeln wir Speere ein. Upala. Forschungsmaterial, Stoff, Plastik, Gummi. Oh, Kupferrüstung? Ne. Oh, holy shit. Eine Kupfer... Oh, holy. Erfasster Schaden minus 8, kritische Chance plus 2, Gewicht plus 10. Oha. Freunde, guck dir mal... Alter. Guck dir mal Kurt an. Kurt. Ohne Helm und ohne Gurt. Einfach Kurt. Alter, Kurt, die alte Socke. Guck dir Kurt an. Alter. Kurt ist der Shit, Bruder. Da muss ich aber los. Gut. Das würde ich, da würde ich sagen, da ist Kurt ja wieder im Modus. Kurt ist ja wieder, alter Schwede. Na, Kurt ist im Dings. So, dann würde ich sagen, gucken wir mal. Hier werden wir auf jeden Fall Waffen finden. Das Problem ist, wir müssen ja auch erstmal aufräumen. Das ist so erstmal das Erste, was wir machen müssen. Wir müssen ja aufräumen. Und das kann ein bisschen dauern. Oh, die kommen jetzt alle, ne? Oh. Auch noch so einer, der schießen kann. So. Ist nicht spannend. Ich weiß. Aber ich nehme alles. Ich nehme alles an mir. Oder an mich. An mir, an mich. So, der nächste Kandidat bitte. Oh, warte mal. Ich sammle mal eben hier die Sachen ein. Toll. Kommst du bitte mal? Danke. Der schmeißt eine Granate. Really? Ich dachte, er explodiert jetzt, weil er da selber reinläuft. Ja, schön. Alles nehmen. Ich hoffe, wir kriegen mal Granaten von denen oder so. Das wäre mal supi. Wo ist Geflügelfleisch? Okay. Alter, Granaten werfen die. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet, ne? Zack, im Kopf. Alter. Die mit ihrer Granatenwerferei. Wäre voll lustig, wenn die dadurch auch sterben würden, weil eigentlich wäre es realistisch, ne? Nein. Lässt du es sein? Nein, 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 nein. 14 Uhr haben wir und wir touren hier immer noch rum. Wie viel sind denn da noch? Da ist noch jemand. Okay. Die junge Dame kommt. Sie ist sehr entschlossen. Aua, aua, ah, uha. Bruder, da muss ich los. Sie hat eine Granate geworfen. Gut, dass wir gerade nicht geguckt haben. Alter. Oh, puh. Das war knapp. Das war sehr knapp, Alter. Alles nehmen, bitte. Oh Gott. Wir müssen noch gucken, dass wir so langsam zurückkommen, ne? Weil die nächste Welle halten wir dann nicht aus, wenn es so weitergeht. Wo ist denn der eine Speer hingegangen? Da. Scheiße. Oder wir müssen morgen wiederkommen. Aber ich weiß nicht, ob die respawnen. Das ist so meine größte Sorge. Dass die respawnen und wir, alles normal machen müssen. Oh, wie viele da noch drin sind, ne? Greedy? Errungenschaft freigeschaltet. Greedy. So, ich lock mal den ersten. Ach, wieder so eine. Die geht ja. Tee alles nehmen.
Bitte? Ich heile mich nochmal. So, 13 haben wir. Wir müssen auf jeden Fall nochmal Nahrung ein bisschen sammeln. Ja, jetzt brüllt er da rum. Kommt der? Scheiße. Ah, da ist jemand. Gentleman. Gentlewoman. Okay, das ist ein Poli. Ein Poli-Polizist. Ein Poli-Polizist. Ein Po... Oh, wie schnell der ist. Oha, leck mich fett, Alter. Du wolltest gerade was werfen, ne? Ich hab's gesehen. Da geht er noch so schrie. Ne, ich hänge. Ne, ich hänge. Ah, hör auf. Hau ab, Mann. Ne, das, Alter. Ne. Ne. Ach, leck mich fett, Alter. Leck mich doch fett. Oh, ich kotz doch ins Essen. Oh, Mann, wie ärgerlich. Egal, gut, dass es 14 Uhr ist. Alter. Ich kotz ins Essen. Gut, dass es nicht so weit ist. Okay, die spawnen neu. Das ist nicht gut. Also spawnen die wahrscheinlich in den Gebäuden auch neu. Oh, das ist aber... Oh, das ist ätzend. Oh, das ist mega ätzend. Mann, wir waren so gut ausgerüstet. Und wir hatten sogar... Und wir hatten ja sogar Schutz, ne? Schutzkleidung. Oder sind die jetzt neu gespawnt, weil wir gestorben sind? Mann, lass mich mal eben kurz hier drin gucken. Die sind hier drin auch neu. Och, leck mich doch. Och, leck mich doch. Dann ist der... Oh nein, dann ist der Blaue ja auch wieder. Moin. Ach, leck mir doch die Eier. Ja, komm her, Prisoner. Oh Mann, scheiße, weil wenn der Blaue jetzt auch neu da ist, oh, wie ärgerlich. Dann war das alles umsonst. Oh Mann. Bin gewollt zu laden, tatsächlich. Ich lade. Sorry, aber ganz ehrlich, wenn die jetzt wieder neu spawnen da, oh nee, das finde ich doof. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Spiel? Lädt er jetzt? Irgendwas macht er, aber ich weiß nicht, was er macht. Das ist nicht gut. Oh, oh. Ich glaube, das Spiel ist abgestürzt. Ja, gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in einer weiteren Folge wieder. Hier bei Night of the Dead. Und dann räumen wir nochmal die Polizeistation auf. Also, bis dann. Macht's gut. Tschüss.